Du findest hier erstmalig in einem YouTube-Video eine seriöse, konkrete Anleitung, wie du die Chance auf eine Veränderung deiner Augenfarbe maximieren kannst. Und sogar zeitgleich was für deine Gesundheit tun kannst. Guten Morgen. Du hast bestimmt schon mal ein Video gesehen, wo Menschen davon berichten, wie sich ihre Augenfarbe durch die Ernährung geändert hat. Vorsicht. Oftmals ist es nur ein Video, wo ein Farbfilter draufgelegt wird, und wenn du die Menschen real kennenlernst, dann kehrt oft Ernüchterung ein. Eine vegane Ernährung oder die Rohkost reicht jedenfalls nicht aus, um deine Augenfarbe zu ändern. Kannst du denn überhaupt wirklich bewusst deine Augenfarbe mit der Ernährung ändern? Ja, das kannst du wahrscheinlich. Es ist aber aus wissenschaftlicher Sicht weit komplexer, als pauschal zu sagen, ich ernähre mich jetzt gesund, was auch immer das gesund dann bedeuten mag. Ein Zuschauer bat mich bei Facebook um meine Meinung zu Biokinesis Subliminals, oder Subliminals heißt das. Das ist eine in alternativen medizinischen Kreisen populäre Möglichkeit, durch Affirmation auf Tonspuren seine Augenfarbe zu ändern. Aus wissenschaftlicher Sicht ist da nicht mehr als ein Placebo-Effekt zu erwarten, und ich weigere mich dazu, ein extra Video zu machen, aber es war die Grundlage dessen, dass ich mich wirklich mal rangesetzt habe, um die Frage zu klären: Kann man mit seiner Ernährung aus wissenschaftlicher Sicht seine Augenfarben ändern? Und wer an Subliminals und diesen Sachen glaubt, der glaubt sowieso, was er will. Und dann kann ich das auch einfach akzeptieren. Und das sind nicht die Menschen wahrscheinlich, die ich jetzt hier mit dem Video erreichen werde. Eine Änderung der Augenfarbe kann aus wissenschaftlicher Sicht nur durch die Änderung der Pigmentierung geschehen. Pigmente sind farbgebende Substanzen. Jeder kennt auch schon eine relativ einfache Möglichkeit, zum Beispiel seine Hautfarbe durch die Ernährung zu ändern. Wer sehr viel Beta-Carotin, was in den Möhren ist, isst, der wird bald eine gelblich-orangene Verfärbung der Haut bemerken. Natürlich muss er schon ganz schön viel essen. Aber das Beta-Carotin ist nicht entscheidend für die Augenfarbe verantwortlich, sondern andere Carotinoide, namentlich Lutein und Zeaxanthin. Und stopp, bevor du das Video an der Stelle verlässt, weil du denkst, boah, jetzt muss ich mir die beiden Carotinoide als Nahrungsergänzung reinpfeifen, dann werden meine Augen wieder leuchtend blau. So einfach ist das leider nicht. Wenn du das trotzdem machen willst, bitte, Reflinks zu Amazon sind natürlich in der Infobox. Ja, Fakt ist, ohne diese beiden Carotinoide wird es schwer mit den neuen Pigmenten in den Augen. Aber wenn du dir diese Nahrungsergänzung einfach reinziehst, spülst du mehr oder weniger das Geld einfach direkt ins Klo, denn die Resorption dieser beiden Carotinoide ist nicht sehr hoch in unserem Körper. Doch bevor wir dazu kommen, wie wir diese Carotinoide aufnehmen können, optimal, erst einmal der Hinweis, wo finden wir denn diese beiden Carotinoide in nennenswerter Menge außerhalb von Amazon? Grünkohl. Und das Tolle daran, es muss nicht Rohkost sein. 50% ist ca. der Lutein-Zeaxanthin-Verlust, wenn du deinen Grünkohl kochst. Aber nachher kommt noch eine andere überraschende Information, die das so ein bisschen egalisiert. Kommen wir alles noch dazu. Natürlich, andere Kohlsorten und auch Spinat, generell Grünzeug enthält auch Lutein und Zeaxanthin. Aber Grünkohl eben in extrem hoher Konzentration. Und das ist eigentlich so toll. Grünkohl ist preiswert, richtig preiswert, zumindest in gefrorener Variante. Was ihr an Vitaminen in gefrorener Variante verliert und was die optimale Temperatur ist, im Grünkohl zu lagern, dazu habe ich ja schon mal ein Video gemacht. Ich weiß nicht, ob ich dran denke, das zu verlinken, aber sucht einfach mal nach Haltbarkeit, Lagerung von Obst und Gemüse, dann solltet ihr mein Video relativ schnell finden. Zudem ist Grünkohl regional und durch die Erfindung der Tiefkühltruhe das ganze Jahr zu haben. Du weißt ja, ich habe einige Zeit von 50€ im Monat rohköstlich leben dürfen, müssen, wie auch immer. Grünkohl ist ähnlich wie die Möhre im Preis-Leistungs-Verhältnis überhaupt nicht zu überbieten. Und beide haben einen hohen Anteil an Carotinoiden. Wenn du mein Buch Rohkost vor Lowkost noch nicht gekauft hast, tu das unbedingt. Link gibt's unten. Das ist für mich immer wieder unfassbar, wie man denken kann, Rohkost hätte nicht genug Kalorien oder ist ganz schwer vollwertig zu gestalten oder es ist teuer. Dieses Buch ist einfach so dieser hammerharte Beweis, dass Rohkost die billigste aller Ernährungsformen ist und auch sein muss, weil es ja eben die unverarbeitetste Form der Ernährung ist. Da sind die Gewinnspannen der Industrie natürlich überhaupt nicht so hoch, da gibt es keine geheimen Rezepte. Also
Grünkohl ist die beste Quelle für Lutein und Zeaxanthin. Wie maximierst du nun die Aufnahme? Das ist nämlich nicht ganz so einfach. Aber ich habe mich mal an einen der bekanntesten deutschen Ernährungsmediziner Bisalski gehalten und 3 Punkte herausgesucht, die du dir gut merken kannst, die sehr wichtig sind. Erstens, und da sind wir bei der überraschenden Information, Hitzebehandlung fördert die Resorption. Für einen Rohköstler worst case. Ja, das bedeutet, wenn ihr dem Grünkohl Hitze zuführt, dann werden die Nährstoffe Lutein, Zeaxanthin besser aufgenommen. Okay. Zweitens, mechanische Zerkleinerung fördert die Resorption. Keiner kann so viel und gut kauen wie ein Mixer. Also, kleine Information, Vitamix ist nicht der beste Mixer. Da habe ich auch schon mal ein Video gemacht, sucht den besten Mixer bei YouTube. Ganz wichtig, Vitamix nicht. Also, zurück zum Thema, ganz wichtig. Man kann sich merken, mixen und erhitzen. Drittens ist die Kombination mit anderen Nährstoffen. Du kannst ja dieses, ich würde schon sagen, diese Urban Myth oder dieses Märchen, dass man die Beta-Carotinoide der Möhre nur mit ganz viel Fett aufnehmen kann und dass die Rechtfertigung für viele ist, Unmengen an Öl in ihren Salat zu geben, weil da ein paar Möhren drin sind. Auch wenn der möhreneigene Fettgehalt ausreicht, um ausreichend Beta-Carotin zu sich zu nehmen, so muss man dennoch sagen, ist es beim Ziel, seine Augenfarbe zu ändern, tatsächlich von Vorteil, den Grünkohl und damit den Lutein und den Zeaxanthin schon etwas mehr Fettigkeit zur Verfügung zu stellen. Und jetzt kommt das Kuriose. Gesättigte Fettsäuren sorgen für eine höhere Aufnahme von Lutein und Zeaxanthin als ungesättigte. Und das Problem von gesättigten Fettsäuren, das kennt ihr ja auch, das haben erhebliche Nachteile für unsere Allgemeingesundheit. Siehe dazu auch in meinen anderen Videos. Das bedeutet, der Rückschluss, den viele Menschen gerade im Alternativsektor machen, Veränderung der Augenfarbe ist nur mit Rohkost möglich und automatisch ein gutes Zeichen, ist eigentlich so wissenschaftlich nicht belegbar. Denn wer seine Augenfarbe gut ändert, der nimmt vielleicht tatsächlich viel Lutein und Zeaxanthin zu sich, wobei dann eine Erhitzung eine Rolle spielt, zum einen, und einen hohen Anteil an gesättigten Fettsäuren. Andererseits ist derjenige, der für Rohkost isst, ist für ihn ist es sehr schwer, diese Pigmentierung durch Lutein und Zeaxanthin zu erreichen. Und ja, das sollte man einfach mal so auch in den Raum geben. Und ich weiß, ja, dass auch hier sehr viele Menschen sind, die der Rohkost sehr zugeneigt sind. Aber das ist der wissenschaftliche Stand. Fassen wir das mal zusammen. Man sollte Grünkohl mixen, am besten mit Öl erhitzen. Und ja, dann hat man den perfekten Lutein-Zeaxanthin-Cocktail. Ja. Das ist zumindest ausgehend aktueller Erkenntnisse tatsächlich das Geheimrezept oder die beste Variante. Und das heißt eben nicht unbedingt Rohkost. Vielleicht ist es nur wissenschaftlich noch nicht herausgefunden, dass man generell, wenn man generell mit der Rohkost hantiert und sich rohköstlich ernährt, dass einen die Augenfarbe aufgrund anderer Mechanismen, die noch nicht herausgefunden sind, eben dann auch so wird. Aber wie gesagt, bei YouTube und bei Videos, schaut euch die Menschen real an. Es gibt Farbfilter und entsprechend, man sollte da wirklich aufpassen. So. Und was ich jetzt letztes noch mit in den Raum geben will, ist, dass es vielleicht auch mit der aktuellen Augenfarbe, die man hat, ganz gut leben lässt. Und die Rohkost an sich die bessere oder die vielleicht die beste Alternative ist, auch wenn man seine Augenfarbe dadurch nicht ändern kann. Das musst du natürlich für dich selber entscheiden. Für mich war das wichtig, heute einfach den aktuellen wissenschaftlichen Stand als bekennender Rohköstler eben auch euch mitzuteilen. Und als Belohnung, dass du so lange dran geblieben bist, gebe ich dir auch noch ein Rezept für die geilsten Grünkohlchips ever, für die blauesten Augen, die du jemals gesehen hast. Du findest das Video gleich im Anschluss.